Jo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Amiga 500 Let's Play, ausgepackt, wie auch immer ich das Ding jetzt hier nennen soll. Wie man schon sieht, es handelt sich hier um Dynasty Wars und ich will nicht weiter schnacken. Wir fangen mal direkt an mit der Verpackung des Originaltitels. Und ja, ich schalte mal auf die Kamera. Jo, hier haben wir Dynasty Wars. Ein Spiel von Capcom und US Gold. Ja, die Verpackung ist recht klein, ein wenig zerdötscht. Ne? Ja, einiges an Gebrauchsspuren zu erkennen, wie man hier oben am Rand erkennt, hier unten, dann hier an der Seite. Ne? Und ja, ich habe das Spiel über eBay erworben und packen es mal aus. Laut dem Sticker hier oben soll das Spiel ja einen Aufkleber enthalten. Ist leider nicht mehr dabei. Den habe ich also nicht. Hier haben wir eine kleine Anleitung. Das ist wirklich klein. Das ist quasi ein gefaltetes DIN A4 Blatt. Ich schaue jetzt gerade, ob da auch Deutsch bei ist. Ding, ding, ding. Aber ja. Hier. Und hier haben wir die Mini-Anleitung quasi in Deutsch. Ja, dann gibt es hier noch mal so ein paar Bilder von Spielen, die es da zu noch gibt oder die dieses ja noch gibt. Einmal Ghost and Ghost, auch ein cooles Game, will auch nicht zu bezahlen. UN Squadron, okay. Ja, und was haben wir dann zu guter Letzt? Natürlich die Dynasty Wars Diskette. Man sieht auch hier, der Rand ist ein wenig ja ab. Also der Kleber löst sich hier, aber ich will da nichts machen. Ne? Und hier sieht man dann auch, das Spiel ist aus dem Jahre 1990. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Diskette nicht mehr funktioniert. Aber wir haben ja zu guter Letzt alles auf einer Sicherheitsdiskette. Und ja, hier ist sogar noch, ich sehe es hier gerade, so ein Magnetstreifen drauf, wie es früher üblich war, ne, wenn man damit dann durch die Türen geht. Oh, jetzt habe ich den abgemacht. Okay. Fing es an zu piepen, wenn man es nicht bezahlt hat. Der löst sich in seine Einzelteile auf. Wie man sieht hier so zwei Dinger. Cool. Jetzt ist die Packung auf jeden Fall ein wenig sauberer. Auch nicht schlecht. Gut, was sieht man hier noch? CBM Amiga Diskette, Dynasty Wars. Ja, ne? Und dann so ein paar Bilder aus dem Spiel selbst. Hier oben auch nochmal die deutsche Sprache, die italienische und die französische. Und ja. Wer sich es durchlesen mag, ich halte es mal ein bisschen länger an die Kamera. Ja, und dann will ich nicht lange schnacken. Wir gehen wieder zurück auf die normale Kamera. Und starten ja, ins Spiel mit WinUAE. Und zwar Konfiguration ist jetzt der normale A500 mit 512 Kilobyte Speicherweiterung. Version 1.3. Klack, klack. Und jetzt legen wir einfach mal die Sicherheitskopie ein. Und hoffen, es läuft. Ich habe es mal kurz angetestet. Also es lief soweit. Und ja, erstmal herzlich willkommen. Als ich am Trinken bin, ist mein Tee. Ja, Paradox ist natürlich eine gekrackte Sicherheitskopie. Ja.
damals echt cool gewesen, sich die Teile minutenlang anzugucken. Die Effekte, echt genial. Ja, schon witzig. Auch die Musik und so, also. Ja, ich habe einfach mal weiter gedrückt. Jo, und dann schauen wir mal, ne? Ja, dann tut er auf jeden Fall. Das ist auch die Originalgeschwindigkeit. Ich meine, ich habe jetzt nichts schneller eingestellt, irgendwie Floppy-Laufwerksgeschwindigkeit oder CPU. Jo. Lass mal ganz kurz hier meine Dampfe auf. Ja, die Musik läuft wunderbar. Ganz Intro, das lassen wir mal laufen. Gab es wohl damals auch für verschiedene Systeme. Ja, hier werden einem die Kämpfer oder Krieger vorgestellt, die man auswählen kann. Habe ich damals immer gewählt, den fand ich am coolsten. Ja. So, jetzt wählen wir uns den mal aus. Genau den hier. Okay. EP ist, glaube ich, die Energie. Manpower. Ja, schauen wir einfach mal. Ich habe das Mikro oder das Headset ein wenig komisch auf, weil ich erwarte ein Paket. Ein weiteres Amiga-Game. Und ja, jetzt fällt es mir gleich vom Kopf. Wenn man die Taste länger gedrückt hält, hat man dann irgendwie so einen Powerstoß, wie man sieht. Machen wir so, ey. Ja, muss dann halt hier die kleinen Soldaten platt machen, um dann irgendwie weiterzukommen. Der Trainer ist aktuell nicht aktiv. Es handelt sich hier um eine Sicherheitskopie ohne Trainer. Deswegen denken wir mal, das wird ein kurzes Let's Play. Ich fand es damals richtig cool. Und ein Stück Kindheitserinnerung, ne? Das hat man halt auch das Original. Ich kann leider aktuell nicht mehr sagen, was ich damals bezahlt habe, aber es war, glaube ich, nicht allzu teuer. Ich meine 35 Euro. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke, das waren so um die 35 Euro. Das ist halt immer ein langjähriger Prozess, weil nicht jeden Titel, den man in der Kindheit hatte, den findest du bei eBay oder so. Und wenn, dann sind die Teile ja, auch gut teuer. Ja. Leben haben wir verloren. Da gibt es, glaube ich, eine neue Waffe. So. Man merkt das echt. Hier haben wir den ersten Endboss. Je mehr auf dem Monitor los ist, desto ja,
einmal kommt der Amiga hier an seine Grenzen. Ja, wunderbar, wir haben es geschafft. 10.000 Belohnung. Else General erledigt. Oh, es geht weiter. Ausweichen können wir auch. Wunderbar. Halten wir mal den. Das ist immer ganz witzig hier mit dem Feuer. Jetzt. Oh, schnell durch, schnell durch. Ja, die verbrennen natürlich nicht. Das hilft nur mir. Jetzt durch, durch. Ah, shit. Was weiter. Und sich der Titel immer wieder wiederholt, finde ich ihn auch so richtig. Ja, da gibt's wieder Waffen ab. Wait, ja, und da ist auch schon wieder der nächste General, der auf uns wartet. Tschung. Seine Lakaien töten. Ja, schlauer Fuchs hier. Guck mal, wunderbar. Läuft außerordentlich gut. Ich glaube, ein Treffer und ich bin tot, oder? Ich überlege gerade, wo hier mein Energiebalken zu finden ist, aber. Oh, so ein Power. Guck mal, den. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Hm. Ding 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 ding. Da ist meine Energie. 8 von 76. Ja, da bin ich gegangen. Warum habe ich jetzt nur noch 60? Wer mich da rettet, oder was das für ein Vorstoß ist. Ich da komme. Ich meine, ich bin sogar sicher, dass es sich hier um eine Automatenumsetzung handelt. Oder handeln könnte. So. Gut. Oh. Das war's. Oh ne, komm. Ja, klasse. Wir haben den General gekillt. Wunderbar. Oh. Jetzt befinden wir uns im Winter. Die Frage ist, ob man diese Schneekugel auch kaputt machen kann. Das geht. Wunderbar. Das hat auch irgendwie was Düsteres, die Musik. Ja,
6. Na, zwei Treffer oder was, dann bin ich gut. Jo, das war's. Jo, das war's. Ja, so, das war's, ne? Ein ganz kurzes, 20-minütiges, ja, Let's Play zu Dynasty Wars. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln, wie cool das Spiel noch ist. Und ja, wer es haben möchte, sollte einfach mal bei eBay reinschauen. Also ich denke mal, man wird da noch fündig. Ja, danke fürs Zuschauen und ich sag mal, habt noch einen schönen Start in die Woche und man sieht sich. Bis bald. Tschüss.